Jawohl. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Nee, ist an bei mir. Sehen Sie mich nicht? Das ist aber abgefahren, weil bei mir hat sich nichts getan. So, jetzt ist aus. Jetzt wieder an. Ja. Sekunde. Wie gehe ich denn jetzt hier überhaupt auch? Einfach das Fenster zu schließen, ne? Oder? Ja. Okay. Jetzt wieder? Ja. Also ich habe mich die ganze Zeit durchgehend gesehen. Das ist ja abgefahren. Gut, okay. Freut mich sehr, hier zu sein, Frau Andert. Vielen Dank für die Einladung. Das ist in der Tat heute eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde sagen, ich verabscheue Verschwörungstheorien, außer in der Literatur. Und da würde ich sagen, also ich bin so ein bisschen Cineast, ich würde sagen, Man in Black vielleicht. Das ist meine Lieblingsverschwörungstheorie, dass all die Großen unserer Welt, die wirklich was vorangebracht haben, letztlich irgendwelche Außerirdischen sind, Michael Jackson und was weiß ich, dass in irgendwie Postsortieranlagen kleine Aliens sitzen, die uns die Arbeit erleichtern oder sowas. Das finde ich irgendwie eine amüsante und eine kurzweilige Verschwörungstheorie, die eben auch jetzt keinen ernsten Hintergrund hat. Sonst teile ich ihr Gefühl, dass es eigentlich eine zu ernste und Frage ist, wo es einem eher kalt den Rücken runterläuft. Aber in der Literatur oder im Umberto Eco hat ja auch irgendwie im Foucault'schen Pendel Verschwörungstheorien, die sich dann bewahrheiten. Also sowas. Also ich glaube, in der Literatur, in der Kunst, da finde ich das irgendwie anregend und amüsant. Wobei ich mich auch frage, ob das so bleiben wird, wenn man sieht, wie schwerwiegend die Folgen sind, die Verschwörungstheorien im echten Leben haben. Ja, schön gesagt, ja, genau.
Genau, also das finde ich absolut richtig. Ich spreche auch lieber von Verschwörungsmythen, weil das in der Tat, also von dem Theorieverständnis, das mir als Wissenschaftler nahe liegt, natürlich sich elementar unterscheidet. Der Titel deutet ja schon auf die Diversitätsfrage hin und der Ausgangspunkt für dieses Autorenkollektiv, wenn Sie so wollen, sich an den Text zu machen, war die Beobachtung, dass die Rechtswissenschaft und die Rechtspraxis im Durchschnitt weniger divers ist als der Querschnitt der Bevölkerung sozusagen. Und wir haben das dann für den Text vor allen Dingen auf People of Color gewendet, wobei uns wichtig war, die anderen Diversitätsdimensionen mitzudenken und die auch nicht gegeneinander auszuspielen. Also wir haben Diversitätsprobleme in verschiedenerlei Hinsicht, immer noch auch beispielsweise mit Blick auf Geschlecht, auf sexuelle Orientierung und so weiter und so weiter. Und es ist uns wichtig, die Dinge zusammenzudenken. So ähnlich wie wenn Sie an einem Tuch eine Ecke heben, dann wird auch das ganze Tuch hochgezogen. Ja, und so denken wir ein bisschen über Diversität nach. Das ist so unser Grundverständnis von Diversität. Und in dem Sinne haben wir uns ein Stück weit jetzt für diesen Text fokussiert auf People of Color, aber das ist sozusagen nicht das einzige Anliegen. Und die Idee, die dahinter steht, ist, wenn wir demokratischen Rechtsstaat leben wollen, dann hängt der von der Akzeptanz der Menschen ab. Wir können nicht neben jede Bürgerin, neben jeden Bürger einen Polizisten oder eine Polizistin stellen. Ja? Also das hängt von der Normbefolgungsbereitschaft und von der Bereitschaft, für die Ordnung einzustehen, ab, jedes Einzelnen, jeder Einzelnen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass sich jede und jeder in der Ordnung wiederfindet und die eigenen Anliegen und Bedürfnisse sozusagen wahrgenommen fühlt. Deswegen ist Diversität, glaube ich, auch sozusagen ein wichtiges Thema für die Akzeptanz des demokratischen Rechtsstaats. Das ist so die Grundthese in dem Buch. Und in dem Zeitartikel haben wir das Ganze dann nochmal sozusagen auf die Didaktik gewendet. Und auf die Universitäten vor allen Dingen, was bedeutet der Claim oder der Anspruch, dass wir mehr Diversität in Rechtswissenschaft und Rechtspraxis brauchen, eigentlich für die juristische Ausbildung? Ich glaube, ich meine, es sei Horst Dreyer gewesen, der mal davon gesprochen hat, Demokratie sei eine riskante Ordnung. Und das Risiko dieser Ordnung hängt eben mit mangelnder Akzeptanz zusammen. Also auch Hesse hat das schon gesagt, ja, dass wir sozusagen die Menschen gewinnen müssen für diese Ordnung. Und ich glaube, dafür ist eine Grundvoraussetzung, dass sich alle, die dem Recht unterworfen sind, in irgendeiner Weise wahrgenommen fühlen und merken, dass ihre Anliegen auch Beachtung finden. Und
Natürlich, das schreiben wir in dem Zeitartikel auch, kann eine weiße Frau über einen schwarzen Arbeitnehmer zu Gericht sitzen bei Arbeitsgericht, beim Arbeitsgericht oder dergleichen. Das ist nicht der Punkt. Aber es muss schon die Wahrnehmung sein, dass alle irgendwie in der Ordnung repräsentiert sind. Und das ist halt insbesondere im Rechtssystem von großer Bedeutung. Und ich glaube, es ist nicht so, dass wir da jetzt schon konkret unmittelbar Gefahren sehen, aber das ist, wenn wir diesen Trend nicht umkehren, wenn wir es nicht schaffen, dass sich tatsächlich alle repräsentiert fühlen, dann laufen wir in Probleme rein. Und ich glaube, dass sich nicht alle repräsentiert fühlen, dafür gibt es zahlreiche Anhaltspunkte schon heute, auch in der universitären Lehre. Ja, das merkt man da auch. Insofern glaube ich, dass es ein wichtiger Punkt ist. Gleichzeitig sagen wir in dem Text auch, wir wissen viel zu wenig. Wir haben viel zu wenig Empirie, viel zu wenig Daten, um das Problem wirklich genau einkreisen und benennen zu können. Also auch da brauchen wir noch mehr Forschung letztlich, um das Problem, das wir bisher nur plausibilisieren können, sozusagen prima facie, um das auch besser greifen zu können. Kurz nachdenken. Also ich glaube, genau. Ja, also es gibt ja Studien, die zum Beispiel zeigen, dass bestimmte Stereotype in den Fallgestaltungen übermäßig vertreten sind. Also wenn, jetzt mal überspitzt gesprochen nochmal, wenn Frauen vorkommen, dann geht es immer um Schuhe oder um Einbauküchen. Schläger heißen gerne Bogdan. Und Straftäter werden mit dem Buchstaben Ü abgekürzt. Ja, also das sind so Geschichten. Das ist vielleicht nicht per se fehlende Diversität, aber das ist ein Problem der Perpetuierung von Stereotypen und Vorurteilen. Und ein Stück weit sehen wir, glaube ich, das Problem fehlender Role Models. Also wir haben immer noch sehr wenige Frauen im Wissenschaftsbetrieb beispielsweise und in der Lehre. Wir haben wenig Prüferinnen und Prüfer mit Migrationshintergrund oder People of Color, die in irgendeiner Form am Prüfungsgeschehen beispielsweise teilnehmen. Also ich erinnere mich, wir haben ja eine Studie gemacht zur Examensbenotung in Nordrhein-Westfalen. Und da war es so, dass der einzige Prüfer mit Migrationshintergrund im zweiten Examen seine Prüfertätigkeit aufgegeben hat, weil er Oberbürgermeister von Bonn geworden ist. Was natürlich schön ist, aber sozusagen das reduziert wieder die Diversität auch in den Prüfungsverfahren. Und da wissen wir dann, da schließt sich dann eine ganze Batterie an empirischen Einsichten an, also Ähnlichkeitseffekte, die in Prüfungssituationen eine Rolle spielen, Stereotype Threat, ja, also die Vorstellung, dass ich mich besonders meinem Prüfer, meiner Prüferin anpassen muss, sozusagen möglichst deutsch rüberkommen muss, möglichst männlich rüberkommen muss. Das bindet kognitive Ressourcen, die dann für die Lösung der eigentlichen Aufgabe nicht mehr zur Verfügung stehen, sodass dann möglicherweise die Prüfungsleistung tatsächlich schlechter wird, aber nicht, weil die Leistungsfähigkeit nicht da wäre, sondern weil ich so damit beschäftigt bin, mich möglichst angepasst zu präsentieren. Ja. Und das sind Dinge, wo wir. Genau.
Ja. Absolut. Und das ist eben, was mir wichtig ist an der Stelle, also das haben Sie so erlebt und können das sozusagen aus eigenem Erleben schildern. Es ist aber nicht nur anekdotische Evidenz, also es sind nicht nur Sie, ja, sondern es gibt sozusagen breite empirische Evidenz, die diese Effekte nachweist. Ja. Und das betrifft People of Color, das betrifft aber auch vielleicht Frauen, die sich dann sagen, ja, wenn ich jetzt irgendwie nachhake, kommt das dann besserwisserisch oder zickig rüber oder, ja, oder also das sind sozusagen, das kann einem in ganz vielen Situationen blühen und ist dann führt dann zu einer reduzierten Leistungsfähigkeit. Und das finde ich eigentlich das Spannende ist, dass sozusagen die Leistungsmessung, die dann in der mündlichen Prüfung beispielsweise vorgenommen wird, überhaupt nicht falsch ist. Ja, man kann sogar sagen, es ist eine akkurate Leistungsmessung. Das Problem ist nur, dass die Leistung reduziert ist, dass sozusagen nicht das volle Leistungspotenzial ausgeschöpft und aufgerufen werden kann. Ja. Und was ich eben auch spannend finde, ist, dass das ein Effekt ist. Dafür brauchen Sie noch nicht mal irgendwelche rassistischen Strukturen. Ja, also dafür das können die wohlmeinendsten Prüferinnen und Prüfer sein, sozusagen. Ja, allein dass das Umfeld so ist, dass man als Person of Color auffällt, erzeugt schon diesen Effekt. Ja. Ja, absolut. Ja, total, absolut. Ja. Ich war absolut. Ich war letzte Woche eingeladen für einen Vortrag beim Avicenna Studienwerk. Das ist im Prinzip das Pendant zum Cusanus Werk und Haus Filix, also ich sag mal das islamische Studienwerk, was staatlicherseits auch gefördert wird. Und das war auch spannend bei den Musliminnen und Muslimen so ein bisschen zu hören, wie sehr es auch da, weil sie sagten, was fehlt, ja, um fehlende Vorbilder ging und um die Frage, können wir das eigentlich auch schaffen? Und meinen Sie, ich bin Kopftuchträgerin, meinen Sie, ich habe eine gute Karriere vor mir? Ja, kann ich, oder kann ich eigentlich nur so Nischenthemen machen? So wie ich mich aussehe und mich fühle und so. Also, und das ist so ein bisschen das, glaube ich, was fehlt. Ja? Also das knüpft an, also ich glaube, das erste Kapitel in unserem
Essay heißt Wer fehlt eigentlich? Und das ist sozusagen was sich durchzieht, was wir eben auch im Studium an fehlenden Rollenmodellen schon haben. Ja, also. Es gibt verschiedene Wege. Ich versuche zum einen ganz allgemein, beispielsweise wenn ich Grundrechte unterrichte oder Verwaltungsrecht, auch diese Dimension mit in den Blick zu nehmen. Ja, ja, Diskriminierungserfahrungen beispielsweise mit zu thematisieren. Das lässt sich natürlich bei Artikel 3 hervorragend machen und so weiter. Gleichzeitig, also die Gleichheits, die genau, die genau, die, das, die Gleichheitssätze sind das sozusagen. Also einmal der allgemeine Gleichheitssatz, dass vor dem Gesetz alle gleich sind, und dann das, was wir den besonderen Gleichheitssatz nennen, in Artikel 3 Absatz 3, dass die Anknüpfung an bestimmte Merkmale wie Rasse, Sprache, Herkunft, Geschlecht und so weiter verbietet. Eine Sache, die ich jetzt seit einigen Jahren mache und die sehr, sehr spannend ist auch meines Erachtens bei den Studenten ganz gut ankommt, ist der sogenannte Privilegientest. Ich fordere alle Studierenden auf, sich sozusagen, ich sage, auf die linke Seite des Hörsaals zu stellen. Sie kriegen alle ein Kärtchen, wo in einem Satz eine Rolle draufsteht, mit der sie sich ein paar Minuten vertraut machen sollen, die sie aber ihren Mitstudierenden nicht verraten sollen. Und dann steht da sowas drauf, keine Ahnung, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, Asylbewerberin mit ungeklärtem Status, Tochter eines erfolgreichen Bankiers, schwuler Lehrer, was weiß ich. Also das sind sozusagen aber ganz, 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 ganz knappe Beschreibungen. Und dann werden so 35 Fragen gestellt. Und jede Frage, die mit Ja beantwortet werden kann, da können dann sozusagen die Personen einen Schritt weitergehen. Und das ist ganz eindrucksvoll, weil sie am Ende der Veranstaltung eine Gruppe haben, die den Raum komplett durchschritten hat, und eine Gruppe, die wirklich stehen geblieben ist, die keinen einzigen Schritt gemacht hat, und eine ganze Menge dazwischen. Und das gibt dann Anlass zu Gesprächen. Und das ist eigentlich dann das Spannende. Also einmal sozusagen dieses eindrückliche Bild, ja, also der Hörsaal wurde von manchen durchschritten und von anderen, andere haben sich überhaupt nicht bewegt. Aber das gibt dann natürlich. Genau. Und die Frage ist dann auch, ja, was macht das mit euch? Ja, also wenn ihr stehen bleibt oder wenn ihr lauft, was macht das auch mit denen, die laufen, wenn sie merken, boah, da andere kommen einfach nicht mit, ja. Das Zweite ist es, dass die Fragen alle so sind, dass sie eigentlich nicht von eigener Leistung abhängen. Ja, also es hängt sozusagen mit dem Glück der Geburt zusammen. Ja. Und das Dritte ist, dass man sich dann auch nochmal vergegenwärtigen muss, woher wissen wir eigentlich oder woher meinen wir zu wissen, was mit einer Rolle verbunden ist. Genau. Genau. Also bei den Leuten geht ja ein Film ab. Ja? Und woher kommen die Informationen für diesen Film? Und wie viel Stereotype stecken da eigentlich mit drin? Ja? Und auch das zu reflektieren und zu sagen, okay, kenne ich überhaupt jemanden? Oder ich kenne jemanden und verallgemeiner das? Oder ja, also löst viel aus, es gibt viel Anlass zu Gesprächen, und es ist irgendwie ganz spannend, weil in aller Regel dann, jedenfalls vor Corona, die Studierenden dann sozusagen vor dem Hörsaal auch stehen bleiben und sich weiter unterhalten und diskutieren und auch das Rollenverständnis der anderen dann hinterfragen oder verstehen wollen und so. Also das ist so ein Aspekt, wo mir wichtig ist, dass man sozusagen Privilegierung und das Fehlen von Privilegien spürbar macht und thematisiert. Und ich glaube, aus meiner Sicht gehört das zu einer holistischen Ausbildung und auch zu dem größeren Wort zu Bildung dazu. Und manchmal sind wir vielleicht zu sehr aufs Staatsexamen fokussiert und auf die dritte oder vierte Theorie zu irgendeinem Meinungsstreit. Und ich glaube aber, genau, und ich glaube, dass das eben einfach wichtig ist,
diese Dimension auch zu vermitteln, weil die Menschen, die wir ausbilden, später zu Gericht sitzen und Verwaltungsbescheide erlassen und was weiß ich was, ja. Auch Mitgefühl brauchen für ihre Mitmenschen und diese Dinge reflektieren müssen, Macht reflektieren müssen. Das ist ein anderes Thema, was in den Grundrechten oder insgesamt im Verfassungsrecht natürlich eine große Rolle spielt. Wie funktioniert Macht? Was sind überkommene Machtstrukturen? Wie funktioniert Machtsicherung? Ja, und was ist eigentlich das Gleichheitsversprechen der modernen westlichen Ordnungen? Wie versucht das dem entgegenzutreten und so? So ist es, ja. Ja, das stimmt. Also unser Studium ist, wenn Sie die Didaktik, Hochschuldidaktik ansprechen, schon ein wenig angestaubt, wenn man es zurückhaltend formuliert. Und deswegen haben wir an der EBS das ja auch ein bisschen umstrukturiert. Also zum einen ist es so, dass man bei uns unterwegs zum Staatsexamen auch einen Bachelor mit absolviert. Wird ja jetzt zunehmend auch an staatlichen Fakultäten vermehrt ermöglicht, sodass man nicht eben mit einem Abitur dasteht, wenn es schiefgegangen ist. Ja. Der zweite Punkt ist, dass wir uns jetzt gerade aktuell, machen das jetzt mit dem zweiten Jahrgang, tatsächlich die Struktur des Studiums angeschaut haben. So haben wir gesagt, als privater Bildungsanbieter müssen wir sozusagen auch die Speerspitze in didaktischer Hinsicht darstellen und haben überlegt, okay, was ist, wenn man sich die Hochschuldidaktik anschaut, eigentlich das Unumstrittenste und wo sind die größten Hebel? Und da sieht man, dass die größten Hebel in der Struktur des Studiums schon stecken. Und das ist sozusagen das, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben unser Studium gegliedert in Blöcke à 5 Wochen. Also wir haben immer noch Semester, die 15 Wochen lang sind und jedes Semester hat dann sozusagen 3 5-Wochen-Blöcke. Da werden thematisch zusammenhängende Fächer unterrichtet, also beispielsweise im ersten Block Staatsorganisationsrecht und Grundrechte. Und jeder dieser Blöcke wird unmittelbar mit einer Prüfung abgeschlossen. Und die Prüfung ist dann eben auch relevant für den Bachelor schon. Also da sammelt man sozusagen auf den Bachelor hin. Und die Hochschuldidaktik sagt, aus verschiedenen Gründen ist das sozusagen empirisch abgesichert der Königsweg. Der erste Punkt ist, dass man viel kontinuierlicher lernt. Die Studierenden fangen auch früher an zu lernen. Wenn sie 15, 16 Wochen Semester haben, dann können sie vielleicht die ersten 8, 9 noch ein bisschen chillen.
Und dann wird es aber auch schon knapp. Ja? Während, wenn Sie wissen, Sie haben nur 5 Wochen und dann kommt die Klausur, dann fangen Sie viel früher an. Und das heißt, übers gesamte Studium gesehen, dass Sie kontinuierlicher lernen. Der zweite Punkt ist, dass wir keine Konkurrenz zwischen Klausuren haben. Im Moment ist es ja so, dass Sie sozusagen die Fächer parallel haben und dann haben Sie am Ende des Semesters 4, 5 Klausuren und Sie müssen sich überlegen, okay, welche ist denn jetzt sozusagen, auf welche konzentriere ich mich, welche ist wichtiger, wie viel Zeit setze ich in welche Klausur, während Sie bei uns sozusagen immer nur eine Klausur zum gleichen Zeitpunkt haben. Sie haben dadurch häufigere Klausuren, Sie trainieren das Klausurenschreiben ganz anders, also da gibt es auch so einen sogenannten Testing-Effekt, der dazu führt. Und der Hauptpunkt ist aber motivational. Also Sie schaffen es sozusagen ganz tief in ein Thema einzudringen. Sie befassen sich wirklich sehr intensiv damit. Sie träumen Grundrechte, sag ich mal, in so einem 5-Wochen-Block. Ja. sowieso, genau, natürlich. Genau, also es führt zu so einer Intensivierung, es hat so motivational, das sind wohl die größten Effekte empirisch, motivational, oder also die motivationalen Effekte und diese Kontinuierlichkeitseffekte, das sind die Haupttreiber. Und ehrlich gesagt muss man auch sagen, wenn es dann mal ein Fach gibt, was Ihnen nicht so liegt, dann wissen Sie auch, nach 5 Wochen ist es vorbei. Die Herausforderung ist dann sozusagen, Wiederholungen einzubauen, sozusagen das Wissen frisch zu halten. Aber das ist eigentlich bei Jura gar nicht so ein großes Problem, weil die Struktur unseres Studiums ja so ist, dass die Dinge komplexer werden. Ja, also sozusagen in der Übung im öffentlichen Recht kommt nicht sozusagen neuer Stoff hinzu unbedingt, sondern die Kombination des Stoffs, die Fülle der Probleme, die wird sozusagen komplexer, sozusagen das ganze, das sachverhaltliche Geschehen wird komplexer, die Aufgaben werden komplexer und insofern hat man viele dieser Wiederholungen, die man eigentlich bräuchte, gleichsam automatisch in das Studium eingebaut. Und die Ergebnisse müssen wir in aller Zurückhaltung sagen, weil sozusagen der erste Jahrgang der Corona-Jahrgang war. Und da hatten die Leute vielleicht sowieso nichts Besseres zu tun, als zu studieren im Lockdown. Ja, vielleicht hat auch das dazu geführt, dass die Ergebnisse besser geworden sind. Aber die Ergebnisse, die Durchfallquoten sind deutlich runtergegangen und der Notendurchschnitt in einer ansonsten gleichgehaltenen Klausur ist gestiegen. Also das müssen wir alles noch gründlich empirisch auswerten. Und wie gesagt, wir haben hier dieses Problem, dass der Effekt auch mit Corona zusammenhängen kann, dass wir das sozusagen nicht isoliert betrachten können. Aber das Feedback der Studierenden ist sehr gut. Und ich glaube, das ist sozusagen ein ganz neues didaktisches Modell, wo man so ein bisschen die Erkenntnisse der Hochschul- und Erwachsenenpädagogik, der Didaktik der letzten, ich würde mal sagen, 30 Jahre mal aufnimmt und sozusagen nicht nur ein wissenschaftliches Studium anbietet, sondern das Studium auch wissenschaftlich, nach wissenschaftlichen Regeln gestaltet. Übrigens, kleine Story am Rande, auch die Navy SEALs haben ihre Ausbildung sozusagen in solche Blöcke gegliedert und sehr viel kürzer gemacht. Also das ist jetzt sozusagen auch nicht nur was wir machen. Machen Universitäten überall in der Welt, aber selbst die Navy SEALs.
Ja, da haben Sie jetzt natürlich einen Rechtsempiriker vor sich sitzen und ich sozusagen arbeite mit Statistik und ich würde sagen, das Notensystem per se bildet erstmal nur einen sogenannten Level-Effekt. Also das sagt eigentlich noch nichts über den Schnitt und die Verteilung aus. Was wir bei den Juristen machen mit unserer Notenvergabe, ist, wir differenzieren oben. Also wir können sozusagen sagen, was ist ein sehr, sehr herausragend verdammt guter Jurist, was ist ein herausragender Jurist, was ist ein ganz, ganz toller Jurist, was ist ein hervorragender Jurist, was ist ein guter Jurist und was ist ein Jurist. Genau, ja, also das ist sozusagen so, das ist so, das heißt, wir differenzieren oben, können wir sozusagen in den hohen Noten, können wir sehr präzise sagen, wer ist wirklich herausragend. Das ist sozusagen, da haben wir unser System hin kalibriert. Im Prinzip, das hat auch unsere Examensnotenstudie gezeigt, sind die Noten aber auch bei den Juristen gleich verteilt. Also im Sinne der gaußschen Normalverteilung, ja, diese Glockenkurve. Sind auch die Juranoten verteilt. Und so sind auch die Noten in allen anderen Fächern verteilt. Das heißt, was man machen müsste, um eine gute Übersetzung zu haben, ist, man müsste die Glockenkurven übereinander legen, sozusagen die Durchschnittswerte letztlich übereinander legen und könnte dann die Noten auch perfekt vergleichen, ohne sozusagen den Nutzen zu verlieren, wenn es ein Nutzen ist, den Juristen eben so sehen, dass man nach oben differenzieren kann. Aber per se ist sozusagen die Differenzierung nach oben, jedenfalls aus statistischer Sicht, eigentlich kein besonderes Thema und auch das, also in beide Richtungen. Ich finde es kein Drama, aber auch Juristen rühmen sich ja gerne, dass sie so ein besonders strenges Studium hätten oder sowas. Das stimmt so eigentlich auch nicht. Es ist einfach eine Verschiebung der Skala, wenn Sie so wollen, ja. Es ist egal, wo ich die Skala hinschiebe. Und ich glaube, wo Sie einen totalen Punkt haben, ist, dass wir bei der Übersetzungsleistung uns Gedanken machen müssen. Also wenn Jura ein Nebenfach ist oder öffentliches Recht ja oft, ne, also Politik und dann beispielsweise öffentliches Recht als Nebenfach, dann muss man da schauen, dass die Noten aus dem Jurastudium für die anderen Fächer beispielsweise über die gaußsche Normalverteilung angemessen übersetzt werden. Und dann ist eben 9 Punkte, sag ich mal, nicht 3,0 oder sowas, ja, sondern dann ist 9 Punkte 1,7 oder keine Ahnung, ja, also random rausgegriffen, ja. Ja. Das ist eine super spannende Frage. Sie sprechen ja wieder einen ganzen Strauß von Fragen sozusagen an. Ich glaube in der Tat, also ich finde das Staatsexamen insofern eine Errungenschaft und ein gutes System, als es diese einheitliche Juristenausbildung schafft. Also das ermöglicht sozusagen den Wechsel zwischen verschiedenen Professionen. Richterinnen und Richter haben Eindruck aus der Anwaltschaft und umgekehrt. Also man spricht eine gemeinsame Sprache.
Schön wäre, wenn man noch viel mehr Wechsel zwischen diesen verschiedenen Berufen, Berufungen sehen würde. Das sehen wir leider noch zu wenig, obwohl das deutsche System diese Möglichkeit eigentlich eröffnen würde. Aber deswegen finde ich im Grundsatz eigentlich diese Idee des Einheitsjuristen eine gute Idee und auch die Idee sozusagen des Zusammenwirkens von Staat und Universitäten finde ich eigentlich eine charmante Lösung. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Ausrichtung auf das Richteramt natürlich die Fähigkeiten und Kompetenzen, von denen Sie sprachen, die wir im Alltag brauchen, ein wenig, den Blick dafür ein wenig verengt, könnte man sagen. Ja. Also es ist eine sehr spezifische Ausbildung. Und insofern ist immer die Frage, wofür bildet uns das eigentlich aus, ja, das Studium und das Staatsexamen? Was können wir hinterher eigentlich? Was sind die Fähigkeiten, die wir haben und die Kompetenzen, die uns fehlen? Und da hört man natürlich aus der Anwaltschaft beispielsweise durchaus noch eine ganze Reihe von fehlenden Soft Skills wie Verhandlungsfähigkeit oder ja, Vertragsgestaltung und so weiter. Das ist jetzt ein Stück weit durch die Schwerpunktbereiche hinzugekommen. Das ist, finde ich, auch begrüßenswert, die Flexibilisierung, dass wir sozusagen nicht nur den staatlichen Teil, der für die staatlichen Berufe wichtig ist, insbesondere eben für das Richteramt, in den Blick nehmen, sondern dass die Universitäten auch die Möglichkeit haben, Schwerpunkte zu setzen und da auch beispielsweise die Anwaltschaft mit einzubeziehen in die Ausbildung und sowas wie Verhandlungsthemen oder Mediation und so weiter mit aufzunehmen. Und in diesen Bereich gehört auch Digitalisierung. Und das ist auch, also da sprechen Sie auch ein Herzensthema von mir an. Wir haben an der EBS den ersten Schwerpunktbereich Recht und Digitalisierung in Deutschland gegründet, Herr Florstetten, Kollege und ich. Genau deshalb, weil wir sehen, die Fähigkeiten, die wir brauchen, werden so im Studium nicht vermittelt. Ja? Also, und wir müssen als Universität ja immer vorausdenken. Das ist so ein bisschen, ich sage mal, wie in der Forstwirtschaft. Wenn Sie zusammenzählen, wie lange das Studium dauert, 4, 5 Jahre, bis Sie ins Examen gehen, Jahr Examen, mindestens 2 Jahre Referendardienst. Viele machen LLM oder promovieren oder also ja, also da sind sie schnell 8 oder 10 Jahre weiter. Das heißt, wir müssen heute in der Ausbildung das berücksichtigen, was voraussichtlich in 10 Jahren gefragt sein wird. Ja, und das ist natürlich auf eine Art viel Kaffeesatzleserei. Aber die eine Sache, die wir mit Sicherheit wissen, ist, dass Digitalisierung oder Digitalität eine ganz andere Rolle spielen wird. Und zwar sowohl. Ja, genau, also das ist jetzt, genau, ich weiß nicht, ob man viel für diese Wette kriegt, ehrlich gesagt, ja, weil das irgendwie doch so auf der Hand liegt. Und die Frage ist eben einerseits, ich glaube, da gibt es auch verschiedene Aspekte, die man in den Blick nehmen muss. Einerseits die Produkte beispielsweise, also die digitaler werden, Plattformen, Werbung, autonomes Fahren und so weiter, also wo sozusagen Digitalisierung den Regelungsgegenstand von Recht verändert. Aber das wirkt natürlich auch auf das Recht selbst zurück, ja. Wie wir über Recht nachdenken, welche Möglichkeiten Recht hat. Wenn Sie über den Social Score in China nachdenken, das könnte man als individualisierte Rechtsetzung interpretieren. Ja? Dann stellen sich Fragen nach Rechtsschutz beispielsweise. Ja, das sind sozusagen Entwicklungen. Die Frage stellt sich auch, wie sieht der Berufsalltag der Zukunft aus? Ja? Welche Fähigkeiten sind da gefordert? Klicken wir nur noch Verträge zusammen oder müssen wir wirklich Verträge noch selber schreiben? Welche Rolle gewinnen Vertragsgeneratoren in den Großkanzleien? So eine Due Diligence, wird die noch von Associates durchgeführt oder machen das in Zukunft irgendwelche künstlichen Intelligenzen? Und so weiter und so weiter. Wird man. Also das wird, also man wird das billen können, wahrscheinlich nicht nach Stunden, aber die werden sehr viel billiger sein als die Associates. Und das wird einen Unterschied machen am Markt. Also die Großkanzlei, die eine zuverlässige Due Diligence, ich sag mal, automatisiert mit künstlicher Intelligenz durchführen kann und dafür
der Mandantschaft nur noch die Hälfte der Kosten in Rechnung stellt, die hat natürlich einen Vorteil. Und diesen Wettkampf, den sehen wir auch schon, ja. Also da wird viel experimentiert, viel probiert. Und das heißt natürlich auch, dass sich das Berufsbild von Juristinnen und Juristen ändern wird. Also wenn wir einmal, keine Ahnung, die Due Diligence nicht mehr mit Associates machen, dann brauchen wir da weniger Associates. Wo entstehen denn neue Aufgaben? Ja, auf einmal muss man so eine IT programmieren können. Man muss die Schnittstellen werden wichtiger zwischen Jura und Informatik beispielsweise. Ja. Absolut. Ohne weiteres, ja. Ja, also jetzt nach unserem Gespräch fallen mir zwei Punkte ein. Ich glaube, das eine wäre, Dankeschön, die gute Fee. Ich glaube tatsächlich, ich würde mir sehr wünschen, dass wir dieses Diversitätsthema mehr in den Blick bekommen und leidenschaftslos, sachlich darüber sprechen. Und zwar auch für die vielen Studierenden, die ich sehe und mit denen ich spreche, die sich schon fremd fühlen. Sei es, weil sie People of Color sind oft, ja, und dann, keine Ahnung, häufig zu mir kommen, weil sie beispielsweise irgendwelche diskriminierenden Erfahrungen mit der Polizei oder sonst mit der Staatsgewalt gemacht haben. Also ich glaube, das tut mir immer in der Seele weh. Und da denke ich immer, unser System kann es besser. Ja, und das ist sozusagen, wir sind eigentlich alle gutwillig, lass uns das irgendwie in den Griff kriegen. So, das wäre das eine Thema. Und das zweite Thema, so ganz allgemein, sind halt beides Herzensanliegen jetzt, wie sich auch in unserem Gespräch ja gezeigt hat, wäre, dass wir mehr Didaktik im Jurastudium berücksichtigen und mehr tatsächlich Hochschuldidaktik, Rechtsdidaktik betreiben und uns fragen, was macht gute Lehre aus, was ist inklusive Lehre? Was bereitet die Studierenden gut auf die Zukunft vor? Das machen sehr viele Kolleginnen und Kollegen, da sind viele interessiert und aktiv, aber es gibt auch erhebliche Beharrungskräfte von Kolleginnen und Kollegen, die einfach das, wie sie es immer schon gemacht haben, weiterführen wollen, weil natürlich die Einsichten der Didaktik umzusetzen schon Arbeit bedeutet und Umstellung bedeutet und sich hinterfragen bedeutet. Ja. Aber keine Ahnung, dass wir Vorlesungen halten, im Prinzip vielleicht mit Ausnahme der Innovation PowerPoint wie im 16. Jahrhundert, das scheint mir irgendwie antiquiert und auch da würde ich sagen, der war zwischendurch, ja genau. Aber absolut, absolut. Nur, ich meine, wenn wir letztlich der Charakter der Vorlesung hat sich nicht so groß geändert. Und auch da würde ich sagen, wie bei meinem vorigen Wunsch, das können wir besser. Und das sollten wir uns zutrauen. Und wir sollten diesen Weg einschlagen, mutig und irgendwie voller Tatendrang und Lust auf Neues. Ja. Ich danke Ihnen, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. So, und wir hier auch, ne?